Willkommen zurück bei Ultima 7. Wir sind an Penumbras Haus, das haben wir beim letzten Mal geöffnet. Und heute können wir endlich hineingehen. Ja, ich mag dich auch, Guardian. Mann, das sieht ja aus, als ob wir wirklich einer 200 Jahre nicht aufgeräumt hätte. Und da liegt die Gute. Guten Morgen. Wie wecke ich sie auf? Spinnenweben? Das ist eine Kiste. Schläft sie noch? Ja. Holz. Naja, gut. So. Lass ich mal durch hier. Ah, ich weiß was. Es gibt doch den Zauberspruch aufwecken, oder? Falle zerstören, Heilmittel, Licht, Falle aufdecken. Aufwachen, da ist er. Guten Morgen, meine Schöne. Die Magierin hat sich seit deinem letzten Besuch nicht verändert, da sie 200 Jahre im Schlaf gelegen hat. Avatar, ihr seid es, ich kann es einfach nicht glauben. Aber ich wusste, dass ihr kommen würdet. Plötzlich greift sie sich an den Kopf. Au, ruft sie aus. Mein Kopf, diese Schmerzen. Was geht hier vor? Was habt ihr mir angetan? Sie schließt die Augen, konzentriert sich. Es gibt eine Störung im Äther. Meine magischen Kräfte schwinden. Helft mir! Ja, Äther. Der Äther lenkt alle Magie in der Welt. Wenn der Äther gestört ist, kann kein Magier erfolgreich zaubern. Nach einiger Zeit kann der Magier sogar seinen Verstand verlieren. Ihr müsst einen Weg finden, um mich vor dem gestörten Äther zu schützen. Ja, wie kann ich dich schätzen? Ich benötige einen Schutz, um mich vor den Ätherwellen abzuschirmen. Es muss doch irgendein Material geben, was dazu geeignet ist. Ein Aluhut? Penumbra hält den Kopf in den Händen. Sie leidet offensichtlich an fürchterlichen Schmerzen. Kennt ihr ein Material, das undurchdringlich ist? Nicht wirklich. Es muss doch irgendwas geben. Oh, ich kann nicht denken, der Schmerz ist so groß. Bitte, könnt ihr ein paar Stück finden, um sie in meinem Zimmer zu verteilen? Ich brauche 4 Steine. Aber beeilt euch, ich kann es nicht mehr länger aushalten. Gut. 4 Steine, ich nehme mal an, 4 Podeste. Alles klar. Schwarzgestein. Wo kriegen wir Schwarzgestein her? Genau, wir haben ja schon welches. Also ganz schnell. Tirili Tirilo. Und ab nach Hause mit Vollgas. So. Yolo. Sag mir mal bitte, ob wir richtig sind. Da sind wir. Okay, wir müssen jetzt gerade rüber. Ah, das ist Cove. Und hier sind wir richtig. Ah ja, gut, dann landen wir jetzt hier. So, guten Morgen. So. Hopp. Schwarzgestein. Hier ist es nicht. Hier ist es auch nicht. Hier ist es auch nicht. Ja, das ist mit den anderen Leuten gestorben. Stimmt. Mist. Also müssen wir jetzt nach Kof zu dem Zauberer. Aber vorher wirst du mal hier ein bisschen von dem Zeugs weggeben. Das wirst du weggeben. Das wirst du weggeben. Die magischen Pfeile hebst du dir mal auf für wichtigere Sachen. Du nimmst die normalen. 6. Den Hammer brauchen wir nicht mehr.
Honig auch nicht. So. Du hast das ganze Futterball und magische Pfeile. Gut. Du hast was bei? Ah ja, richtig. Der Dolch kann weg. Was ist das hier für eine Waffe? Glasschwert. Packe ich lieber mal weg. Gut. So. Der Falke kann weg. Passt nicht. Der flattert da eben da rein. Ah ja, richtig. Die Glückspfeile. Was hast du hier drinne? Weißt du was? Pack das Gesöff hier einfach weg, dann ist der Beutel leer. Dann kann ich da Zeugs. So. Den Schlüssel? Warte mal, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Trägst du. Warum hast du eigentlich keine Waffe in der Hand? A. Trägst du coolet Schwert. Und B sind hier die Schlüssel. So. Was ist denn das für ein Ring hier? Goldring. Okay. So. Gut. Warum hast du eigentlich kein Schild? Also, warum trage ich keinen Schild? So, ich denke mal, so kommen wir der Sache näher. Und jetzt holen wir uns das Schwarzgestein. Abmarsch! So. Jawohl. Und Abflug. So, hier sind wir. Och, komm, lande hier einfach, mein Freund. Na gut, dann landen wir im Tier. So. Oh, die schlafen ja schon alle. Warum bin ich jetzt hier gerade durch die Tür gerannt? Gut, ich würde sagen, wir legen uns jetzt hier einfach ins Gras. Und ich sage einfach mal gute Nacht. So. Guten Morgen! Guten Morgen, mein verrückter Freund! Wer seid ihr, Fachdruidium? Oh, jetzt erinnere ich mich. Genau. Ich brauche von dir Schwarzgestein. Erwähnt diese Namen nicht in meiner Gegenwart. Okay, kennen wir, kennen wir. Versuche mit Schwarzgestein. Schwarzgestein kann in kleiner Menge im Boden gefunden werden. Häufig befindet er sich in der Nähe von Eisenerz und Bleiadern. Okay. Das ist alles, was ich wissen will. Jetzt suchen wir die Mine mit den Kasperköppen, die sich da bis nach Moonglow durchgraben wollten. Die war hier oben in Minok. Hier sind wir. War das die Mine hier?
Nee. Die war hier oben irgendwo gewesen. Hier ist das Gildenhaus. War das die mir hier? Nein. Doch. Ist das die richtige Mine? Oh! Ja, es ist schon mal die richtige Mine. Du hast einen magischen Kragen. Du hast doch einen Stahlkragen. So. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon. Ist das die richtige Mine? Ja, ist sie. Das ist die richtige Mine. Den Eingang hier hatte ich. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wo der Eingang ist. Ach doch, hier. Okay. So. Jetzt hat er gesagt, Gold und Blei adern. Ich bin hungrig, ja, gut. So. Moin. Ah, ihr habt schon mal Gold gefunden. Bleibrocken. Hör mal, Kasperkopp. Genau, das sind die. Beruf. Genau, ja. Ach ja, richtig, das sind ja die beiden. Besonderes Projekt. Können wir uns trauen? Ja. Tunnel, ach ja, richtig, der Tunnel nach Numaginsia. Nee, komm. Komm, vergiss es. Da verschwende ich nur wieder meine Zeit. Was ich suche, ist... Oh, warte. Die wollen erstmal was essen. Also. Du pfeifst den Rippchen rein. Schinken. Ein Fisch, bitteschön. Du bekommst deinen Fisch. Du bekommst den Kürbis. Na. Und ich kriege ein Brötchen und natürlich den Früchtekuchen. Danke. So. Ah, da ist eine Maschine. Cool. Und da kommt das Schwarzgestein raus. Nö. Da, schwarz, ist aber kein Schwarzgestein. Eisenerz. Na gut. Da ist eine Maschine. Da kriege ich hier mein Schwarzgestein. Ha! Nö. Aha, nein, das ist kein Schwarzgestein. Blei. Ja, wir haben Eisenerz und Blei. Hopp. Hoppa. Geheimgang, haha. Okay. Ach, sieh an. Fackel. Und noch eine Maschine. Mit schwarzen Steinen davor. Juhu. Jetzt kommt Schwarzgestein. Achtung. Doch, da. Schwarzgestein, jawohl. 26 bis 28. Du hast Platz, wa? Genau. Zack, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3.
Und Nummer 4. So. 2, 3, 4. Ich würde mal sagen, 5, 6, versperrt. Ja, das darf ich nicht nehmen. Okay. Oh, schon wieder hungrig? Ach komm, ihr Fressraupen, ihr. Hab, hier war der Geheimgang. Genau. So. Was? Wer greife ich denn jetzt hier an? Ihr nicht, ihr seid friedlich. Ach, die Ratte. Also entschuldigt mal bitte. Wenn 20 Leute auf die Ratte raufhauen. Oh, kommt. Lasst die Tür in Ruhe, Freunde. So, ich würde sagen, alle einsteigen bitte, es geht zurück zu Penumbra. Ja, da wird jemand langsam hungrig. So, YOLO, sag mir mal bitte, wo ist unser Kreuz? Wir sind von hier losgeflogen, hier über die Wüste. Ach, da sind wir. Genau. Und das Land gehört uns, da ist Penumbra. Sehr gut. Tür auf. Sie schläft noch. So. 1, 2, 3 und 4. Penumbra, meine Gute. Ah, sie hat wieder Schlafpulver genommen. Okay. Dann werde ich dich jetzt nochmal aufwecken. Buh, guten Morgen. Oh, ich fühle mich wieder besser. Der Schmerz verebbt. Jetzt können wir uns besser unterhalten. Ja, folgendes, meine Gute. Schwarzgestein. Das Schwarzgestein tut seine Wirkung. Ich fühle die gestörten Ätherwellen nicht mehr. Ich fühle mich viel besser. Gestörten Ätherwellen greifen meinen Verstand nicht mehr an. Aber jetzt müssen wir die Ursache finden. Penumbra denkt einen Augenblick nach. Die Quelle der gestörten Ätherwellen ist sehr nah. Ich vermute, dass etwas in einer unterirdischen Höhle auf einer dieser Inseln die Störung verursacht. Schaut im Dungeon Decade nach. Ich fühle, dass eure Suche dort enden wird. Also Dungeon Decade. Okay. Sie schließt kurz die Augen. Vor meinem geistigen Auge sehe ich einen großen Gegenstand in der Form eines Tetraeders. Ich beginne zu verstehen, was hier nicht stimmt. Ein Tetraeder? Ja, das ist die Form des Gegenstandes, den ich im Geiste sehen kann. Es scheint eine Art magischer Generator zu sein, der die Ätherwellen stört. War das nicht das runde Ding? Anderen Dungeon? Penumbra denkt einen Augenblick nach. Dieser Generator strahlt gefährliche Ätherwellen aus. Ihr müsst den Ätherring finden und ihn tragen, um den Generator zu zerstören. Wo war nur der Ring gleich wieder? Penumbra sieht in einem Buch nach und sucht dann auf einer Karte nach den entsprechenden Koordinaten. Ich glaube, der Ring war zuletzt im Besitz des Königs der Gargoyles.
Draxinusum. Wenn ihr den Ring gefunden habt, müsst ihr ihn zu mir zurückbringen. Ich muss ihn verzaubern, sodass er seine Gegenwirkung entfallen kann. Okay, Draxinusum wollten wir ja sowieso schon besuchen. Wegen dem Mord im Trinsig ganz am Anfang. Da wollten wir dem ja Bescheid sagen. Draxinusum, ihr werdet ihn auf der Insel Turfin finden. Fragt ihn nach dem Ring. Ja, ich bin Magierin. Ich soll Zauberformen und Reagenzien verkaufen können. Wenn ich mein Geschäft wieder aufgemacht habe. Das wird vielleicht ein bisschen dauern. Ich habe schließlich 200 Jahre geschlafen. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir unsere Aufgabe. Sie ist wach. Warte mal, wenn sie wach ist und die Ätherwellen noch gestört sind, dann müssen wir ja zuerst diese Ätherwellen in Diekite beseitigen, damit danach dann Nostradamus drüben die Uhr verzaubern kann. Okay. Ja, dann weiß ich, was wir nächstes Mal machen. Unsere Aufgabe ist klar. Und deshalb würde ich einfach von hier sagen, danke fürs Zuschauen. Genießt den Tag. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Und see you later.